So, ich bin jetzt hier Jungfernstieg auf dem Weg zur U1 oder U1 und fahre jetzt bis Farmsen und werde dann noch mal ein bisschen erzählen über die Busstation, da wo ich in meiner Kindheit lebte und was das mit dem Hermelin zu tun hat. Im Übrigen bin ich gerade beeindruckt. Über diese Installation. Gut, ja, ich melde mich dann, wenn ich da bin. Ja, die Pommes in Schwimmhalle. Ja, Ja, wenn die Kids stimmt. nicht mehr schwimmen sind, dann haben wir Pause, weil die Schwimmlehrerin nicht möchte, dass wir mit reingehen, weil sonst sind die Kinder wohl irgendwie abgelenkt. Ach, die Kinder sind abgelenkt, Ja, ja. sagen die so, ne? Und Sagt man so, dann das haben wir quasi stimmt. dann immer Pause und trinken dann Kaffee oder essen was. Aber die Grundschule hat sich ja gar nicht verändert. Sorry. Ja. Ja, ich filme gerade. Ja. Ich dokumentiere so ein bisschen mein Leben, sagen wir es mal so. Ja, die alte Anderberner auch. Ja, das ist die alte Schule. Ja. Aber den kleinen Park gibt es noch, ne? Da durch? Ja, warte mal, wo war das? Da, Doch, da nee, oder da da? lang, Ich weiß glaube gerade ich. nicht. Irgendwo Da war das. so lang. Kann sein, ja. Ja. Ich kenne immer nur den Weg bis zur Schule und zurück. Na, ich bin ja fast eine Stunde gefahren Ja, das war ich von denn nicht. Stelling hierher. Ja. Da Das ist ist er, da. der Erich Kästner. Sind wirklich noch die ganz alten. Sie schon kriechen. Dann viel Spaß noch. Hey, dir Okay, auch, ne? Viel super. Spaß beim Dankeschön. Kaffee Ja, trinken. Dankeschön. Tschüss. Ja, meine alte Heimat sozusagen. Na, meine Kindheit, die ich hier verbracht habe. Da hinten ist im Übrigen der Berner Herweg. Und da ist das mit meiner Mutter passiert. Ja, danach kam sie ans Pflegeheim in Volksdorf. Mein alter Schulweg hier.
auch einen Mülleimer, so, das gibt es ja gar nicht, ne? Die sind abgeschlossen. Ja, da stecke ich die. Stecke ich das um. So. Das müsste hier lang gewesen sein, ne? So anders, da war doch auch noch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe hier jetzt lang. Doch, das war hier lang. Hier waren früher noch die alten Brikettöfen drinne. In diesen Häusern. Da haben wir dann immer im Winter, wenn die Nachbarn sich keine Briketts mehr leisten konnten, heimlich Holz gesammelt. In diesem Bereich und hinten im Wald. Haben wir mal gespielt. Und uns versteckt, ja, Scheiße gebaut haben von unseren Eltern. So. Cool, das Haus gibt's ja auch noch. Moment. Wirklich nach Hause. Ah, voller Schlamm. Parkplatz. Da drüben haben wir gewohnt. Und das war der Blitzanschlag in meiner Kindheit. Gestanden habe ich auf der Wiese.
So. Gehen wir mal weiter. Muss mal kurz warten. Geht doch mal hier lang. Da waren die ganzen alten Kohleöfen drin. Also hier an den Häusern. Gab es immer noch so Abkürzungen? Ich weiß gar nicht mehr. Zum Berner Herweg hin. Ob ich den noch finde, sonst muss ich ganz außen rum gehen. Ich weiß nicht mehr, wo die sind, die Abkürzungen. Na, ich melde mich noch. Ja, jetzt sitze ich hier in dem Bus nach Richtung Berne, wenn es Büttel geht. Ja, ich war schon 20, 25 Jahre nicht mehr hier. Hier habe ich meine Kindheit verbracht und bin zur Schule gegangen. Sieht immer noch so aus wie früher. Das ist die andere Kreuzkirche. Und melde mich dann, wenn ich gleich. Jetzt bin ich hier im Park. So. Hier an diesem kleinen Bach. Gab es früher mal kleine Fischis. Die haben wir mal versucht zu fangen. Was ist da drüben?
der Berner Herweg. Ja, ich habe leider nichts. Nichts zu futtern. Das ist die Brutinsel. Der Brutplatz. Im Winter waren wir mal viel auf dem Eis hier. So, bevor ich jetzt darüber gehe, gehe ich mal hier lang. Ja, ja, ist ja gut, ich hab nichts. Früher durfte man da auch noch angeln mit Erlaubnis. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Weiß ich nicht. Das war auch schon 40 Jahre her. Ja, das waren hier mal, das ist der Abwassergraben. Da war aber mal eine Schleuse drin, wegen Überschwemmung. Jetzt gehe ich den Schleichweg. Hallo. Das ist die Zufahrtsstraße zum Aktivspielplatz, Bauspielplatz. Oh. Hier sind wir immer radikal Schlitten gefahren, wenn es dann geschneit hat. Todesstrecke. Ja, ist ein bisschen zugewachsen, aber das war die andere Rodelstrecke zum Schlittenfahren.
Ja. Und das war der größte Teil meiner Kindheit. Geh mal hier lang. Keine Fischis. So, vielleicht melde ich mich nochmal. Ich gehe jetzt erstmal Richtung Berne. Hier geht das zum Berner Wald. Genau. Berner Wald, geht man ein bisschen weiter rein. Da haben wir mal kleine Wölfe gesucht, ein Hexenhäuschen. Ja, sowas, was man als Kind dann so macht, ne? Ja, ich bin gleich in Berne angekommen. Thank you.
Als Kind kam man das größer vor. Das kommt wahrscheinlich, weil ich jetzt längere Beine habe oder so. Ist die Luft aber ein bisschen besser als über uns. Ich werde dann weiter. Bis dann. Tschüss. So, ich bin jetzt in der Ritterstraße und guck mir nochmal den Rossberg an. Habe ich mir so überlegt. Und ja, ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Ja, wo ich herkam, war irgendwie nett. Kaum Flugzeuge bis gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer das hier war. Ich glaube schon. Das war ja, man so lange nicht hier war. Oh, endlich wieder Sonne, weil da dunkel. Da dunkel. Ja. Gucken wir mal. Doch stimmt der Weg nicht ab. Meld mich dann gleich noch mal. Ja. Thank you.
Hallo. Sorry. Die alte Kellerwohnung. Angeblich war dieses Gebäude, ich weiß es nicht, man müsste in das Grundbuchamt gucken, ein ehemaliges Krankenhaus, also erst die Schule und dann Krankenhaus in der SS-Zeit. Da habe ich ein paar Monate gewohnt. Bevor ich dann in die Lübecker Straße kam, in die Notunterkunft. Gehen wir mal da runter. Ich war noch im Überlegen, ob ich nochmal alten Teichweg aussteige. Da war eigentlich genau dasselbe. Und habe mich aber anders entschieden. Ach, da sind sie ja wieder. Krähen, meine Freunde sozusagen. Sie verfolgen mich wirklich. Keine Ahnung warum. Die mögen mich. Ich glaube. Ich fahre jetzt langsam mal nach Hause. Und ja. Ja, ich muss so ein bisschen ausruhen. Thank you.
Tschüss. Ja, ich bin jetzt hier immer noch Wartenau an der Konventstraße und komme gerade aus dem Edeka und habe einen Osterhasen gekauft, der jetzt keine Öhrchen, kaputte Öhrchen hat. Das finde ich nicht so schön. Aber besser als gar kein Osterhasen. Ja, das Konventhaus. Die Konventstraße stand früher für die Konventionen und ja, hab nichts mehr dem hinzuzufügen. Wäre zum Glück nicht getauft, deswegen. Wackere ich jetzt mal weiter nach Hause. Und ja. Ich habe mal gerade wieder einen Blick auf mein Konto geworfen und das ist so heftig. Ja, so ist es. Ja, so verhält sich das. Der rote Bereich. Ich jetzt erstmal, ich bin ja schon ewig nicht mehr so lange laufen. Ich war eine faule Sau. Mal gefragt, wie das auch nicht funktioniert. Bei den gesamten Geschäften drumherum. Bei meiner Verwandtschaft. Bei meiner realen. Nicht bei der, die es gerne werden wollen oder so. Meine Story ist ja immer leider echt.
und strate mich wirklich jetzt um das Geld. Ich weiß gar nicht, wie das ist, jetzt im Rossberg, ob die auch ihre Mieten zurückzahlen sollen oder plötzlich Mietschulden haben. Stellt sich so die Frage nach den Ereignissen, die da vonstatten gingen. Keine Ahnung, wie das dann mit dem Losepartner wird. Ne? Gefällt mir nicht. Und Menschen so ein Memorandum zu stecken, finde ich schon, ja, ein bisschen fragwürdig. Nach solchen Wohnungen. Nächster Halt, Lübecker Straße, Übergang für U3. Jetzt bin ich hier an der Steinstraße. Hier gibt es ein altes Finanzamt. Das war früher an diesen Deportationen beteiligt. Und ja. Mit der Veränderung von Lebensläufen oder verschwundenen Geburtsurkunden gerade noch auf die grüne Phase.
das ist das alte Finanzgebäude. Sprinkenhof. Ja, unter Stein des Anstoßes falls die Tafel noch da ist, muss ich jetzt mal gucken. Gesperrt wegen ist nicht. Das Dornröschen-Paradoxon. Das umgedrehte Kreuz war eigentlich mal dafür gedacht, die Rohre unten frei zu machen. Rohre, die so laufen, sind eigentlich englisch. Mal weiter.